Herzlich willkommen hier zur zweiten Folge zum Arsch. Wir werden jetzt Bier verkaufen zum Lidl. Dazu fahren wir gleich mal los. Versuchen mal den Weg hier zu finden. Winterdienst ist jetzt die Arbeit eingestellt. Ja, entweder haben die Wochenende oder sie sind pleite, ne? Und haben auch hier noch nie existiert. Aber wir haben mal links und rechts hier diese Leitpfosten hier, also diese Barken hier, ne? Österreicher haben extra so eine Stange dazu gemacht in der Straße. Die sind ziemlich hoch, ich glaube 2 Meter ungefähr. Denn falls der Schnee ein bisschen höher fällt, dass man da entsprechend die Straße noch finden kann, ne? Fällt in der Regel ein bisschen mehr, also die haben anscheinend hier ein bisschen höhere Erfahrung mit Schnee. Mengenmäßig, obwohl ich hier die großen Mengen noch nicht erlebt habe. Lidl ist links. Brücken sind geräumt. Hier ist ein bisschen weggeweht. Das sieht zwar in der Ferne aus, wenn kein Schnee liegt, aber wenn man dicht dran ist, doch. Ja. Fleisch müssten wir auch noch haben. Der Lidl müsste irgendwo rechts sein nachher. Ne? Hinter dem Baumarkt werden wir die nächste Straße nehmen. Hinter dem Baumarkt. Wir müssen ein bisschen raten, wie die Straßen hier sind. Ich will aber nicht alle räumen, ne? Das ist mir zu aufwendig. So, der Lidl müsste geradeaus zu sein normalerweise. Da ist der Lidl. Na, der hat geräumt. Mal hier aus an sich machen. Plane ab. Dichter ranfahren. So. Wackelt alles, ne? Wenn es wackelt, wird verkauft. Radl im Beton hier, ne? Da, zack. Geht ruckzuck. Ups. Schön zu sehen, wenn man eine Million kriegt, ne? Zack. Finde ich richtig schön. Ja, so schön verschwindet, ne? Also Leerpaletten gleich mehr bringen, ne? Oh, 370.000, oh. Da klingelt die Kasse. Schlachthof. Wir fahren aber zum Hof, ne? Der Hof müsste rechts sein. Wenn wir gleich mal einen LKW nehmen und eine Fuhre Stroh zum Pellet zurückfahren, denn die werden dann auch ein bisschen noch produzieren können. Dann werden wir auch mal einplanen, mal Pappe zu pflanzen, um für Papierproduktion mehr Hackknöpfe zu haben. Das heißt, das Geld, was wir jetzt verdienen, das muss in Felder gehen, und zwar in der Nähe der Produktion halt, ne? So, den Anhänger, den Ballenwagen, ne, den werden wir hier irgendwo reinstellen. Ja, da hinten ist vielleicht Part 2. Ich habe hier angefangen aufzuräumen. Nun ist es unterbrochen, ne? Naja gut, ein bisschen Abwechslung muss ja auch sein.
Mehl verkaufen wir morgen wieder. In-game, heute nicht. Heute werden wir rechtzeitig ins Bett gehen. In Anführungszeichen, also der Traktor da im Weg. Weil im Dunkeln werden wir nicht lange groß arbeiten. Stopp machen wir im Frühjahr. Weil. Wäre ja Quatsch, wenn wir jetzt. Wenn wir suchen, ist ja alles zugedeckt mit Schnee. Wir hatten nämlich auch ein bisschen drin. Anhänger voll. So. Dieser LKW und ein bisschen Stroh zu Pellets zurückfahren. Stroh oder Heu. Ich habe relativ viel Heu, also kann auch Heu fahren. Wurde eher kein Freund von Heu, weil Heu macht mir relativ viel Arbeit. Und ich kann es besser verwerten. Brauchen ja viel Produkt für Futterherstellung, ne? Aber wäre es klüger, man würde das für Futter und nicht für Pellets. Weil Stroh haben wir ganz gut. Ist ja ein Abfallprodukt, ne? Und lässt sich gut dann verwerten. Pellets oder für so, andere Dinge halt, ne? Komposter wäre noch eine Möglichkeit. Aber das haben wir aktuell nicht. Wie werden wir jetzt. Oh, das ist. Schleuderverkehr hier. Wir werden mal ein bisschen Stroh fahren. Heu haben wir gut gefüllt, aber Stroh. Naja, so viel ist ja auch nicht mehr da, ne? Aber eine Fuhre können wir schon noch fahren. Eine Million. sieht im Lager wenig aus, aber so eine weg. Noch einer weg. Nicht, dass die nicht erfrieren müssen, weil sie kein Heizmaterial haben, ne? Ach, Krähe, wo willst du hin? Schleich dir. Im nächsten Jahr oder in diesem Jahr werden wir entsprechend noch ganz gut Stroh bekommen. Wir haben viele Felder mit Stroh. Ein bisschen Verlust haben wir gehabt, weil keine Gerste kam, ne? Aber gut. Vielleicht werden wir auch bei Gelegenheit mal Stroh kaufen, obwohl das ist ziemlich teuer. Stroh würde ich nur kaufen, wenn wir zum Beispiel jetzt für Produktion brauchen. Für Futter und so. Einmal haben wir schon was hingefahren. Das war das zweite Mal. 150.000 Liter. Wir dürfen nicht so schnell fahren. Wir müssen noch den Mist verkaufen. Oh Mann. Ist ein bisschen blöd zu fahren, ne? Die Anhänger sind nicht so ideal. Dann können wir nicht so schnell fahren. Dann war ein bisschen ruhiger. Aber wir haben es ja nicht weit. Mikrofon dich da ranholen. Gas geben, ne? Nein.
Ein Hauptziel ist ja heute, den Tag zu schaffen, ne? In-Game-Tag. Dass wir den nächsten Tag entsprechend früh wach werden und dann entsprechend sagen, oh, neuer Tag. Wir werden auch einmal sicherlich, die Reifen bleiben stehen, einmal noch ein bisschen Holz machen, also Bäume fällen. Auch vorbereiten für Auspflanzung. So, Stroh. Wir haben noch nicht viel. Aber ein bisschen haben wir noch. Kann ja arbeiten, ne? So, okay. Und nächste Ladung. So. Hackschlüssel haben wir keinen. Das ist ja alles. Ja, böses Fahren. Schon weggebracht, ne? Also eher Papier und so, ne? Wie gesagt, einmal kräftig Hacken zu machen. Das heißt hier die Felder irgendwann eins mal nutzen für, ne? Oder eins kaufen. Ach, wir fahren eine Ladung Heu mal rein. Wir haben ja über sehr viel Heu da. Ne, kommt der jetzt rum? Spiegel geht nach rechts nicht. Links geht. Rechts kann man nicht rüber. Guckt. Egal. Hol mal ein bisschen Heu. Richtig voll. Fast 2 Millionen. Was sagt Hilbricht? Umstellung ist ja nun erfolgt. Auf 6 Tage. Also im Großen und Ganzen trocken und gegen Ende mal Regen. Und dann 4 plus gerade. Jetzt scheint er noch in 3 Tage. Heute, Sonntag, Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Schauen wir mal, ne? Der muss sich ja irgendwann mal einstellen auf 6 Tage. Dann wird der Bericht. Aber irgendwie. Vielleicht muss er eine Nacht erstmal neu durchstarten. Das kann sein. Deswegen machen wir es ja auch im Winter, ne? Nicht, dass wir plötzlich hier Chaos kriegen. Mit der Ernte und so. Da ja im Winter kein Wachstum stattfindet, keine Feldarbeiten, ist das nicht ganz so dramatisch. Ich habe auch den Geomod von Northwest Marsh genommen. Ob das nun perfekt ist, weiß ich nicht. Ja, so gut kenne ich mir auch nicht mehr aus. Wie das so eingestellt ist, wo sie die Daten hernehmen. Ne? Ich sag mal so, jedes Jahr ist nicht gleich. Es gibt Jahre, da ist kalten Winter und Jahre, da ist wieder milde Winter. Die milden Winter immer. Ist aber in der Überzahl, also ja, ist eher der Schnee die Ausnahme, aber diesen Stall wollte ich auch umbauen, das ist auch noch so eine Aktion. Also ich wollte einen neuen Stall bauen, zwar oben, wo
wo früher mal die alten standen, die zwei, die schon weg sind, und zwei kommen noch weg. Und dann kommt da ein neuer großer hin, von der gleichen Sorte. Und dann werden die Schweine, die jetzt da sind, rausgenommen. Gehen rüber zum neuen Stall. Der Stall wird dann auch verkauft. Dann haben wir die Schweine vom Hof jetzt hier weg. Das ist ein System reinkriegen. So. Sind weit weg, wenn ich, ne? Sieht man halt mal vom Fahrzeug nichts. So. Da. Gib mal hier Heu rein. Man sieht, ob das wenigstens preislich wird, was sich bemerkbar macht. Also. Wäre ja logisch, ne? Heu ist ein bisschen teurer. Muss man auch dazu würfen. Stroh ist ja reiner Abfall. Heu ist ja eigentlich vom Gehalt der Nährstoffe höher zu sehen. Weil man nimmt ja auch die Samen dazu. Also Stroh, Heu. Dann werden wir irgendwann mal Pellets verkaufen. Mal gucken im Preis, ob das zu merken ist. Strohpellets, Heu hat doch mehr, bringt mehr Geld ein. Aber wie gesagt, Heu ist ja das Gras, auch der Samen mit drin. Und wenn der Samen drin ist, ist ja der meiste Energie enthalten. Ne? Also Stärke und Fett und so, alles ist ja da drin enthalten, damit der Samen im Frühjahr auch entsprechend oder ganz im Jahr dann normal Schnee ist weg. Der Schnee ist weg, eben gerade. Das ist. Jo. Gar nicht mitgekriegt. Ich muss selber mal die Aufnahme anschauen. Einfach gerade im Menü gewesen. Gut, können wir besser verfahren, ne? Mehr Rasen. Na, stell dir vor, wir hätten jetzt alles weggeräumt. So, okay. Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter. Wenn ihr mit Lust und Laune habt, ich würde es gerne mit mir freuen drüber. Tschüss.